Ich wohne seit 2013 in Deutschland und bin seit 2013 bei den Grünen. Aber meine Begeisterung für Europapolitik hat eine längere Geschichte. Ich habe früher für ein föderales Europa als Vorsitzender der jungen europäischen Föderalisten gekämpft. Heutzutage arbeite ich als Kommunikationsberater, ich schreibe seit einem Jahrzehnt einen Blog zum Thema Europapolitik und ich lehre an dem Europakolleg in Brügge. Erstens, Brexit. Ich bin selbst auf dem Weg, deutscher Staatsbürger zu werden, aber ich komme ursprünglich aus Großbritannien. Das Europaparlament hat das Mitentscheidungsrecht über die Zukunftsbeziehung mit den Briten nach dem Brexit. Wir können eine Steueroase oder ein Land mit niedrigen Umweltstandards im Rande der EU auf keinen Fall akzeptieren. Zweitens, Verkehr. Klimawandel können wir in Europa nur mit einer Verkehrswende bekämpfen. Das bedeutet mehr Güter und mehr Passagiere auf den Schienen. Ich werde mich für Investitionen in fehlende Infrastruktur stark machen, für den Erhalt europäischer Nachtzüge kämpfen und mich für ein vereinfachtes EU-weites Ticketsystem einsetzen. Drittens, Digitales. Die Zukunft ist digital und global, aber unser Denken in Europa ist oft noch altmodisch und national. Lösungen für Geoblocking oder Urheberrecht im digitalen Zeitalter sind noch nicht in Sicht. Wir müssen aufpassen, dass die Technologien der Zukunft wie künstliche Intelligenz unseren Werten entsprechen. Und wir haben noch kein Recht auf Reparatur in der EU. So ein Recht müssen wir dringend einführen. Mein Name ist John Worth. Ich kandidiere für die Europaliste der Grünen und ich freue mich auf eure Unterstützung. Mehr zu meiner Kandidatur findet ihr auf europawahl.johnworth.eu.